Herzlich willkommen zu einem neuen Video Raubfisch. Einmal zur Erklärung zum Ablauf. Heute bin ich eben 4 Stunden nach der Arbeit an einem Fließgewässer. Eine Stelle, die ich gar nicht kenne, raubfischtechnisch. Das Gewässer gar nicht so wirklich. Und jetzt die nächsten Tagen gehen Torben und ich nochmal los. Und dann fange ich jetzt an zu fischen, fuchs mich hier ins Gewässer rein und hoffe, dass ich 1, 2 Fische ziehen kann. Mr. Biggity 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 Big Fish. Was geht da mal? Fange ich heute was? No. Oh, 3. Wurf. Erster eingestiegen, ey. Geilo. Richtig geil. Läuft. Boah, ich glaube, das ist sogar ein Zander. Ah, ich weiß noch nicht, wie er gehakt ist. Tatsache, ein Zander, Alter. Schöner Zander. Oh, sauber, ey. Richtig schöner Zander. Heftig. Heftig. Geil. Hätte ich nicht mit gerechnet. 3. Wurf. Alter, guck dir neu an. Ist das geil oder was? Heftig. Gut sei 60 cm, ey. Machen wir mal direkt den 4. Wurf. Vielleicht steigt hier wieder direkt einer ein, ey. Tatsache, ey. Geil. Gerade ihn eingelandet. Da kriege ich den. Alter, ist das unfassbar, ey. Glaube ich, ein Hecht ganz knapp gehakt. Ja. Kriegen wir den? Jo. Wie geilo, Alter. Wie geilo. Nicht der Riese, aber direkt hinterher. 4. Wurf, 2. Fisch. Hammer! Ja, an Spot angekommen. 4 Würfe. Ein schöner Köder ist weg. Im Holz, Totholz hängen geblieben. Scheibenkleister, ey. Mal gucken, ob ich noch was Alternatives habe, so ähnliches. Ja, und dann gehe ich auch direkt 20 Meter weiter, 30 Meter. Und dann schauen wir. So, und da sind wir schon an der Weser im Hafenbecken. Ich glaube, es ist schwierig, wir haben Niedrigwasser. Ich glaube, die sind sehr weit draußen. Aber mal gucken, vielleicht können wir den einen oder anderen ein bisschen rankitzeln. Mit dabei heute, wie gewohnt, unser Torben. Und dann auf der anderen Seite der Brian. Der versucht sein Glück da vorne, mal Barsch etc. Ja, wir sind nun auf dem Weg zum nächsten Spot. Hafen ging gar nichts. Da kommt auch der Brian. Habt ihr das schon gesehen? Habt ihr das schon gesehen? Was er für ein cooles T-Shirt anhat. So, mal gucken, offene Weser, ob da was geht jetzt. So, auch hier war wieder nichts zu holen.
So, fette Kirsche wieder, der Stefan Petri. Wie geil, Alter. Wisst ihr, was das Coole ist? Ich habe schnell eingeleiert, hier vorne den Steine. Hab den als Nachläufer gesehen. Hab gesehen, der ist nach links weggedreht. Hab einfach mal über ihn geworfen und eingeleiert und bam! Schönes Ding, ne? Ja, auf jeden Fall. Da! Wo haben wir ihn? Ja. Ein guter Zander, ne? Zumindest kein Baby. Ja. Ein bisschen weiter draußen, ne? Ja. Na, Burg. Ja, ja. Oh, der will noch nicht. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat der 65 plus, würde ich behaupten. Oh, schöner. Da sieht man den. Oh! Jo! Da haben wir ihn gelandet. Das ist ein schönes Ding, ja? Da ja, 65 plus. Da, 65 plus. So, ihr habt gesehen, ein Zander noch. Von dem Mister ihr habt gesehen, ein Zander noch von dem Mister, den ich auf die Kamera will. Ja, wir werden jetzt, weil wir haben ja immer alles im Auto parat, wir haben sicher aber auch nochmal Würmer mitgenommen, wir gehen jetzt nochmal ein Haps essen, wir sind irgendwie nur am Fressen heute. Wir werden mal auf Aal auslegen und später, wenn es dunkel ist, dann zwischendurch mal die Ruten reinholen und dann mit dem Wobbler an der Kante entlang fischen. Aber wir wollen mal schauen, was der Aal so sagt heute. So, 2, 4. Und dahinter Torben 6. 6 Routen sollen es heute bringen. Und diese 2 Kandidaten. Und meiner einer. Der ist schon den ganzen Tag vom Stellermeister. Der erzählt viel, wie der Tag lang ist. Hab ich mir auch gedacht. Der hat auch gesagt, heute geht was. Ja, ich hatte da meinen Barsch. Der sitzt. Steffi hat was am Angel und ich muss hinterher. Dabei ist es für mich lebensgefährlich. Das ist ein Aal. Ja, was sagst du, Brian? Hallo. Petri, Digga. Petri. Da. Und der ist sogar maßig. Stefan, ich komme so schnell nicht hinterher. Bitte nicht so schnell. Stefan, der Barschmeister, Zandermeister und Aalmeister. Oh. Nee, weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Wie langsam. Voll vom. Oh, scheiße, fand ich fast. Voll professioneller. Nee, der ist gut. Der ist verdammt gut. Na, du hast auch, glaube ich, deine Schnur mit. Ja? Weiß nicht, die wird lasch. Keine Ahnung. Aber ist trotzdem wahrscheinlich gut. Ja. Ja. Da kommt der, da kommt der. Ja. Ja, siehst du, Petri. Vielen Dank. So. Du hast eine andere Montage mit dran. Ja, und jetzt? Ja. Beim Kontrollieren. Oh. Schöner dicker Aal, ey. Ich hab gar nichts gesagt.
Ja, auch dieser Spot hat nichts gebracht. Wir haben jetzt 1, 2, 3 Spots hier probiert. Aber bei dem Sturm, du hast kaum Köderführung. Jetzt fahren wir nochmal zum letzten Spot für heute und probieren da nochmal unser Glück. Kleines Fließgewässer. Wir hoffen da wenigstens auf 1, 2 Fische. Wir wollen heute mit dem Fisch nach Hause. Und da haben wir unsere Fische auch schon gefangen und das waren auch gute. Genau, da haben wir unsere guten Hechte und so gefangen. Ja, probieren wir es da nochmal zum Abschluss. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber sie stirbt. Jo, Stefan hat was. Aber den Fächer nicht. Der ist da vorne. Kescherreich verfischt. Eben geraubt. Eben geraubt und jetzt direkt dran angeworfen und gehakt. Wie geil ist das denn, ey? Ein schöner Zander. Ein schöner Zander. Ja. 60 plus. Bist du drin, ne? Nein, ist nicht drin. Oi. Oh, richtig dickes Ding, ey. Ja, Petri. Ganz Zeit unterwegs gewesen. Kommen wir hierher, holen uns wieder einen Fisch. Entschneidert nach 20 Minuten ungefähr diesen schönen Fisch. Ah, geil. Ja, Torben hatte die Attacke. Ich habe ihn rausgeholt. Ja, ich komme hoch. Ja, bei mir hat er gewackelt. An der Route. Wollte zweimal attackieren und dann. Sagt er, ich geh mal eben runter, mach mal 2, 3 Würfel mit dem Game Spinner, zack, hat er sehen. Junge, Junge, du. Geschafft. Da, Torben, Absinkphase. Oh. Schön auch Spinner, also die Spinner laufen besser jetzt momentan, ne? Ja. Kleiner Minibarsch. Petri, entschneidert für heute. Kleiner Schniepel. Kleine Futterfische zur Seite gesprungen, da sehe ich noch. Ja, bei mir auch gerade. Mal gucken. Weiter geht's. Oh. Nächster Spot, direkt vor den Füßen, einen kleinen Stinker dran gehabt. Ja, auf dem Matsch abgegangen. Ja, ein Schniepel.